Leo Lausemaus am 2. Dezember. Als Leo Lausemaus heute Morgen aufwacht, schaut er zunächst zum Fenster und freut sich über seine gebastelten Schneeflocken. Lustig tanzen sie in der warmen Luft, die von der Heizung aufsteigt. Doch was ist das? Hinter seinen Schneeflocken tanzt noch etwas Weißes. Leo traut seinen Augen nicht. Es schneit. Es hat über Nacht tatsächlich angefangen zu schneien. Juhu, ruft Leo und springt aus seinem Bettchen. Juhu, Teddy, schau mal, es schneit. Leo kann es gar nicht abwarten, in den Kindergarten zu kommen. Die Kindergärtnerin hat nämlich versprochen, dass sie Schlitten fahren gehen, sobald der erste Schnee fällt. Und sie hält Wort. Als alle Kinder mit ihren Schlitten da sind, machen sie sich zusammen auf den Weg. Leo darf als erster den schönen langen Hang auf der verschneiten Wiese hinunterfahren. Mit Teddy natürlich. Hurra, macht das Spaß! Die beiden sausen wie der Blitz den Hügel hinab. Unten angekommen, springt Leo vom Schlitten und zieht ihn wieder nach oben. Sein bester Freund Diddy Dachs schießt mit seinem Schlitten an ihm vorbei. Und kurz danach saust auch Theo das Eichhörnchen an ihm vorbei. Leo lacht und winkt den beiden zu. Den ganzen Vormittag verbringen sie auf der Schlittenwiese. Zwischendurch machen sie eine Schneeballschlacht und bauen ein Iglu. Leo, Diddy und Theo sind sich einig. Schnee ist einfach toll. Als die Mama Leo vom Kindergarten abholt, erzählt er ihr aufgeregt von dem lustigen Vormittag auf der Schlittenwiese. Da freue ich mich aber, dass du so einen schönen Tag hattest, meine kleine Lausemaus, sagt Leos Mama und lächelt. Magst du denn heute Nachmittag auch noch mit Lilli im Schnee spielen? Sie möchte so gern einen Schneemann mit dir bauen. Aber klar doch, Mama, ruft Leo begeistert. Er ist stolz darauf, ein großer Bruder zu sein. Und so bauen Leo und Lilli am Nachmittag zusammen den schönsten Schneemann der Welt.